Hallo meine durchgeknallten Otakus und herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil von meinem Manga-Jahresrückblick 2018, also wo ich mit euch nochmal alle Mangas durchgehe, die ich in dem kompletten Jahr gelesen habe. Und das ist der Teil, den ich jetzt etwas später aufnehme als die anderen Teile, weil ich ja dann Ende November bzw. den kompletten Dezember hindurch auch nochmal die Zeit genutzt habe, um den ein oder anderen Manga zu lesen. Und tatsächlich handelt es sich bei allen fünf Bänden, die ich euch jetzt zum Abschluss noch präsentiere, um erste Bände von diversen Manga-Reihen, die ich umsonst bekommen habe, allesamt. Also es sind alles Review-Exemplare, zu denen ich halt dann eben Reviews geschrieben habe. Und ich möchte in chronologischer Reihenfolge anfangen. Also erstmal meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 1, habe ich direkt zuerst gemacht, weil der schon am längsten draußen war zu dem Zeitpunkt. Die Katze guckt mich die ganze Zeit an. Und das war halt ein Versehen gewesen, dass ich den so spät erst bekommen habe. Ja, ich muss dazu sagen, das ist ja ein Manga, der auf einer Light Novel basiert. Viele Leute sind ja dann sowieso schon direkt raus und sagen, nee, das ist voll Kacke. Nachher hört der Manga mittendrin auf, obwohl die Geschichte noch weitergeht in den Light Novels. Oder haben aus welchem Grund auch immer irgendwelche Vorurteile und lesen einfach lieber das, was zuerst da war. Und ja, was ich halt dazu sagen kann, mir ist es eigentlich ziemlich Rille. Also ich bin da schon auch für offen, den Manga zu lesen. Auch wenn es eine Light-Level-Vorlage gibt. Aber ich muss sagen, dass mir tatsächlich meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt gar nicht so gefallen hat. Also vom Titel her habe ich halt direkt gedacht, oh, der Titel ist so lustig. Der Manga macht bestimmt Spaß. Aber als ich ihn dann hatte und den ersten Band so durchgelesen habe, habe ich gemerkt, also das ist jetzt keine Serie, die ich unbedingt weiterkaufen muss, weil irgendwie lief mir dann doch alles zu geschmiert auf der ganzen Reise, zumindest im ersten Band. Also für den Schleim. Also dafür, dass es halt vom Titel her vermuten lässt, dass dann halt da so ein Schleim ist, so auf Level 1, der vollkommen die Probleme hat, zurechtzukommen. In einer Fantasy-Welt, wo alle Monster stark sind, war es eher so, dass wir einen kleinen, mega overpowerten Schleim präsentiert bekommen, der mühelos sich durch die Welt kämpft und irgendwie, es war so viel Potenzial für Konflikte und dass nicht immer alles so wie am Schnürchen läuft. Zum Beispiel gibt es ziemlich früh diesen Kampf zwischen Goblins und Wölfen. Kann ich euch ja gerade mal zeigen. Also da haben wir hier die eine Fraktion, die Goblins. Und die haben eben voll den Streit mit den Wölfen. Und dann geht der Schleim hin und tötet sogar das Oberhaupt von den Wölfen. Also da seht ihr die Wölfe. Und trotzdem haben die sich einfach so unterworfen, haben sich mit den Goblins arrangiert und sind dann so quasi so der Clan von dem Schleim. Und er zieht dann los in die Zwergenwelt, ins Zwergenkönigreich, um einen Techniker zu finden, damit sie sich da ihre schöne heile Welt aufbauen können. War irgendwie jetzt überhaupt nichts in dem Band drinne, was mich gefesselt hat und wo ich dann sagen würde, jo, das lohnt sich da weiterzulesen oder ich muss wissen, wie es weitergeht, überhaupt nicht im geringsten. Also hier finde ich ganz lustig, er befreundet sich ja ganz am Anfang mit einem Drachen, da Veldora, der ist richtig süß und verschluckt ihn, weil der Drache kann nicht aus der Höhle raus, wegen einem Fluch. Und dann verschluckt er den Drachen kurzerhand, um halt aus der Höhle raus zu entkommen. Und da der Drache sich seitdem ja nicht mehr zu Wort melden kann, gibt es dann am Ende von jedem Band, denke ich mal, also hier zumindest mal bei Band 1, ich weiß nicht, ob es bei den kommenden Bänden auch so sein wird, aber gibt es dann immer so eine kurze Sektion, wo er seine Erlebnisse oder wie er das alles so wahrnimmt, aus dem Inneren vom Schleim heraus schildert, was ich sehr interessant fand, aber das ist dann halt in rosa Form. Ja, hier noch so ein bisschen Bonus. Also dafür, dass das so gehypt wird, das ist ja auch immer sowas, dann kommt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung natürlich auch dadurch, wenn etwas gehypt wird. Und dieser Erwartungshaltung wurde der Manga in meinen Augen nicht gerecht. Also da hätte ich doch um einiges mehr erwartet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Manga gelesen habt oder den Light Novel irgendwie auf irgendeiner Fremdsprache lesen konntet oder euch eben den Anime angesehen habt und wie ihr das alles so seht und fandet, würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, also bei mir hat es nicht Klick gemacht. Dann
hatte ich mich für Akame ga Kill Zero gemeldet, weil ich sowieso die Hauptreihe schon total gerne mag, also Akame ga Kill. Und Akame ga Kill Zero ist das Prequel dazu und erzählt die Vorgeschichte von Akame, also ihre Kindheit mit Kurume auch. Ein bisschen wurde das ja in Akame ga Kill auch schon angeteasert bzw. erwähnt, wie das da so abgelaufen ist, dass sie da in der Wildnis ausgesetzt wurden vom Kaiserreich, um eben herauszufinden, wer sich am besten als Killer eignet. Und dann haben sie zwei Killertrupps ausgebildet. Da gibt es einmal den Elite-Trupp, ja, wo Akame dann drin aufgenommen wird, der aus den sieben stärksten Überlebenden von dieser Wald-Challenge, sage ich mal, besteht. Und dann gibt es eben noch die, die nicht so gut abgeschnitten haben. Da gehört eben dann Kurume dazu. Beziehungsweise steckt da auch eine Absicht dahinter, Akame und Kurume voneinander zu trennen, weil man sich gedacht hat, gegenseitige Abhängigkeit ist eine Schwäche, weil die beiden sich ja geholfen haben zu überleben. Und die werden eben mit Drogen vollgepumpt, damit die halbwegs zu den Top 7 aufschließen können. Hier seht ihr halt so die ganzen sieben Besten. Ich fand tatsächlich das Prequel noch um einiges düsterer als die Hauptreihe und war sehr begeistert davon. Also ich finde auch, dass der Storywriter, also hier Takahiro, sichtlich dazugelernt hat aus Akame ga Kill. Akame ga Kill hatte ja eher eine simple Story. Und hier war schon ein bisschen mehr Substanz dahinter. Also da wurde sich wirklich auch Gedanken darüber gemacht, welche individuellen Stärken und Schwächen die einzelnen Charaktere haben. Und es war auch sehr dramatisch, also wirklich schon von Anfang an. Akame kann einem echt nur leid tun. Gleichzeitig, da man ja weiß, wie die Geschichte weitergeht, fiebert man natürlich auch dem Moment entgegen, wenn Akame sich aus den Fängen des Kaiserreichs löst und ihren Vater in Anführungszeichen, also den Typ hier, Gozuki oder wie er heißt, nennt sie halt immer Vater, weil das so ihr Ausbilder ist. Ja, wenn sie ihm dann eben sein Schwert Murasame entreißen wird, ja, die Kaiserwaffe, die man eben aus Akame ga Kill kennt und lieben gelernt hat. Und was auch cool ist, dass auch andere Charaktere, die man aus Akame ga Kill kennt, eben in diesem Prequel vorkommen. So hat zum Beispiel Chelsea, eine meiner absoluten Favorites, ganz zum Schluss einen kleinen Cameo-Auftritt und da darf man sich dann in Band 2 schon drauf freuen, wenn sie und Akame sich dann eben begegnen werden. Also da bin ich schon drauf gespannt. Also ich kann ja noch ein Beispiel dafür zeigen, wie dramatisch und düster das ist. Das ist wirklich ein Manga, den ich echt eher so ab 16 Jahren empfehlen würde. Ich glaube, der ist auch normalerweise eingeschweißt im Laden. Weil das ist schon, finde ich, sogar noch um einiges heftiger als die Hauptreihe. Zum Beispiel diese Szene hier. Sie wurde schwer verwundet im Kampf, also gehört zu Kuromes Gruppe. Einer aus Kuromes Gruppe ist sogar direkt bei der ersten Mission ums Leben gekommen. Sie hat eben halt noch gerade so überlebt. Und dann haben sie ihr eine Spritze gegeben, weil sie halt trotz, obwohl sie überlebt hat, so stark verletzt ist, dass sie nie mehr kämpfen können wird oder als Mörderin arbeiten wird fürs Kaiserreich. Und weil sie sich dann dachten, ja gut, die fällt uns jetzt eh nur noch zur Last, haben sie die tatsächlich wie ein Tier einschläfern lassen mit so einer Spritze. Und dann sieht man halt nur noch dieses Bild von ihr, wie sie dann tot da liegt und sich eingepullert hat im Moment des Todes auch noch. Also es ist schon ziemlich heftig. Insofern eine Triggerwarnung für alle, die psychisch ein bisschen labil sind, aber für alle anderen absolute Kaufempfehlung. Also ich habe jetzt auch für mich beschlossen, dass ich erstmal Akame ga Kill Zero lesen werde. Und wenn die Reihe komplett draußen ist, danach Akame ga Kill, weil von der Hauptreihe habe ich ja nur Band 1 gelesen bisher und eben den Anime komplett geschaut. Und dann habe ich quasi so einen nahtlosen Übergang von Prequel zu Sequel. Das Einzige, was mich hier in dem Manga-Band gestört hat, war tatsächlich, dass man so unvermittelt in die Handlung reingeschmissen wird im ersten Kapitel. Und eigentlich so richtig fängt es erst im zweiten Kapitel an. Und ich glaube, das erste Kapitel spielt tatsächlich irgendwo zwischen Kapitel 5 und 6, was ich irgendwie unnötig verwirrend fand. Und dann nicht so richtig den Sinn dahinter gesehen habe. Also ganz ehrlich, ich fand, das zweite Kapitel war jetzt hart genug, um dass man damit gut hätte anfangen können und trotzdem halt die Aufmerksamkeit der Leute bekommen hätte. Also da hätte ich sogar mehr Vertrauen, ehrlich gesagt, reingesteckt als in das tatsächlich erste Kapitel, weil das hat mich ein bisschen gelangweilt, muss ich zugeben. Naja, das ist aber ein kleiner Wermutstropfen. Dann haben wir hier von Kaito. Der oder die Mangaka sagt mir tatsächlich überhaupt gar nichts. Den ersten Band von Blue Flag. Und das fand ich interessant, weil diese Beziehungsdreiecke hat man ja in total vielen Mangas.
Aber tatsächlich ist das hier mal so ein Manga, wo es halt nicht so ist, da haben wir einen Jungen, der auf zwei Mädchen steht oder von zwei Mädchen umschwärmt wird. Oder ein Mädchen, was eben zwei Kerle hat, zwischen denen es sich nicht entscheiden kann. Sondern wir haben sie hier, die in ihn verliebt ist. Ihn hier, der in sie verliebt ist. Und jetzt kommt das Interessante. Er, so der Schulerste, der absolute Überflieger, ist ausgerechnet in ihn hier verliebt. Das finde ich sorgt natürlich dann erstmal für Spannung. Und ist für mich dann ein interessanteres Beziehungs- oder Liebesdreieck, als man das sonst immer so gewohnt ist und kennt. Ich denke nicht, dass das sich in so eine Boys-Love-Richtung entwickeln wird, da das Ganze immerhin ein Shonen-Manga ist. Fände das aber auch ehrlich gesagt bei der Grundprämisse nicht so schlimm, wenn da zwischendurch mal ein bisschen was mehr passieren würde. Also hier haben wir tatsächlich einen ziemlich niedlichen Moment, also wo ich mir gut vorstellen kann, dass die Boys-Love-Fans da, dass bei denen das Herz dann höher geschlagen hat in der Stelle. Wo haben wir es denn? Ja, doch ein bisschen weiter hinten. Also vom Zeichenstil her ist es so, geht so. Aber Hauptsache, man kann die Charaktere halt gut voneinander unterscheiden. Genau, sie heißt Futaba, der Hauptcharakter heißt Taichi und der Schwule heißt Homa. Da ist die Szene. Da sind die beiden nämlich dann mit der Bahn unterwegs und es ist übelst eng. Er ist halt ziemlich klein, er ist halt ziemlich groß und dann sagt er, komm halt einfach an mir fest. Das ist schon ein bisschen niedlich. Und tatsächlich wird halt die Bombe dann erst am Ende von Band 1 platzen gelassen, dass Thomas eben Gefühle hat für Taichi, nämlich als, also Girls Love Fans können hier auch aufhorchen, als die Misami oder wie die heißt, also sie hier, die nämlich in Futaba verliebt ist, eben dann unter vier Augen dann sagt, dass sie genau weiß, was abgeht und dass er eben in Wirklichkeit was von Taichi will. Und dann wird er halt voll sauer, das hast du ihm noch nicht etwa erzählt und sie sagt, nee, nee, ist schon okay, wir sind uns ja irgendwie ähnlich, du bist so wie ich. So. Finde ich interessant, also das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Freue mich schon sehr auf den zweiten Band. Ich müsste mal gucken, wann der eigentlich erscheint. Und was mir halt auch sehr gut gefällt, ist die Aufmachung des Ganzen. Also Carlsen hat hier eine Klappenbroschüre, aber das ist nicht alles. Tatsächlich ist dieser ganze Einband auf so einem Aquarellpapier. Ich meine, gut, der Nachteil davon ist, das ist natürlich dann anfälliger dafür, wenn man halt Flecken drauf macht, dass man die nicht mehr rausbekommt. Und auch so ist der Manga dann ein bisschen anfälliger dafür, irgendwie Stoßkanten zu kriegen oder zu verknicken oder keine Ahnung. Aber trotzdem finde ich es irgendwie cool. Also habe das halt so ausgepackt und war total begeistert. So, wow, was ist das denn? Es fühlt sich so cool an und keine Ahnung. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wenn man pfleglich damit umgeht und gut aufpasst, dann sollte ja eigentlich auch nichts passieren. Dann haben wir hier auch mit Klappenbroschüre, auch von Carlsen, im selben Dreh erschienen Magical Girl by Accident Machimaho. Band 1. Und der ist aber wieder so, also ihr seht auch den Unterschied, dadurch, dass das hier auf Aquarellpapier ist, ist das matt, also das reflektiert das Licht nicht. Hier das ist halt schon glänzend, das reflektiert. Und ja, hier kann man tatsächlich auch das so ein bisschen ausklappen und hat dann ein größeres Covermotiv quasi. Und hier hinten eben auch, da sieht man sie dann von hinten. Also düstere Magical Girls sind ja jetzt spätestens seit Madoka schwer im Kommen. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Magical Girls Side-Fan. Oh du Arme, oh du Arme. Aber muss tatsächlich sagen, hier, das geht ja auch so in die Richtung düsteres Magical Girl, dass der Band mich nicht so geflasht hat wie Magical Girls Side. Also am Anfang wirkt sie halt noch mega süß, aber dann kommt halt raus, sie raucht, sie ist vulgär, sie schlägt Leute zusammen, die sie nervig findet. Und hier sieht man auch, dass sie die Dämonen auf Level 99 mühelos, ohne sich ins Magical Girl zu verwandeln, mit ein paar gezielten Hieben und Tritten so richtig gehörig vermöbelt und totschlägt. Also da geht's schon richtig hart zur Sache. Aber es geht halt eindeutig eher in Richtung Comedy als Magical Girl Side, was ja wirklich auch ernsthaft ist. Und ja, ich weiß nicht. Also es ist zwar am Anfang noch lustig, das so mit anzusehen, wie sie dann die riesengroßen Ungeheuer vermöbelt, aber schon zum Ende hin hat sich bei mir so diese Routine eingestellt, so dieses Gefühl, das habe ich jetzt alles schon gesehen und das flasht mich jetzt schon gar nicht mehr so.
Und ich habe so den Eindruck, je länger man diesen Manga lesen wird, dass das eben nicht besser wird, sondern eher schlimmer und so ähnlich wie bei One Punch Man, der mir ja auch überhaupt nicht gefallen hat von Anfang an schon, dass es dann einfach sehr repetitiv sein wird. Also eigentlich kann man den auch sehr gut mit One Punch Man vergleichen, weil sie ist sowas wie der weibliche One Punch Man. Dadurch, dass sie ja mit jedem Schlag immer den Dämon auslöscht, wobei meistens lässt sie sich nur ein bisschen mehr Zeit und schlägt noch ein paar Mal häufiger zu, damit er halt einen schönen qualvollen Tod hat und sie halt eben mehr sich abreagieren kann. Und ja, also ich weiß nicht. Dann am Ende hatten wir noch einen Kampf zwischen zwei Magical Girls, wie das dann immer so ist bei den düsteren Magical Girls, Mangas und Serien, dass es ja immer mehr darauf hinausläuft, dass die Magical Girls am Ende auch aufeinander gehetzt werden. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin da echt noch so im Zwiespalt. Also nach dem jetzigen Stand sage ich eher nee. Also, nee. Und dann zu guter Letzt, damit wäre dann dieses Jahr auch schon vorbei. Manga-technisch bei mir haben wir hier noch den ersten Band von Rocker, Braves of the Six Flowers. Tatsächlich muss ich sagen, hätte ich alleine wegen dem Zeichenstil eher nicht mich dafür gemeldet. Aber dann hat die Lea mir gesagt, dass sie den Anime geguckt hat und dass es so in die Richtung Krimi geht, so Fantasy-Krimi. Und das hat mich tatsächlich dann heiß gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, das klingt interessant. Das ist mal ein neues Konzept. Und für neue Konzepte bin ich ja immer offen. Hier haben wir auch so einen Sticker, der nur der Erstauflage beiliegt, mit diesem Mal der Helden der sechs Blumen. Ja, es gibt eben sechs Auserwählte, die sich einfinden in einem Tempel und dann zusammen gegen den Dämonengott kämpfen sollen, beziehungsweise dessen Auferstehung verhindern sollen. Also haben wir auch ein bisschen Fanservice und so. Aber tatsächlich hat mich halt der Zeichenstil vor allen Dingen abgeschreckt. Auch das ist ähnlich wie meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Eine Adaption einer Light Novel-Reihe, die tatsächlich auch über den Manga hinaus noch fortgesetzt wird, was dann wieder einige abschrecken wird, da bin ich völlig überzeugt von. Wie gesagt, der Zeichenstil tut sein Übriges. Ich finde ihn jetzt nicht so schön. Auch musste teilweise wirklich Sachen mehrmals lesen und mir angucken, um zu verstehen, was da jetzt eigentlich passiert, gerade in den Actionsequenzen, weil es alles ein bisschen verworren gezeichnet ist und storytechnisch umso besser. Also storytechnisch hat der Manga mich überzeugt. Da werde ich mir auf jeden Fall auch die restlichen Bände kaufen. Es sind ja nur vier, weil ich wissen will, wie eben dieser Kriminalfall sich auflöst. Also tatsächlich ist es so, irgendjemand hat die Barriere aktiviert, wir wissen nicht, wer es war. Und in dem Tempel finden sich dann nach und nach die auserwählten Helden ein, aber es sind dann am Ende sieben statt sechs. Was ja vermuten lässt, dass einer von ihnen ein Trittbrettfahrer ist und ein Betrüger. Und dann gilt es eben herauszufinden, wer der Betrüger ist und die Barriere aktiviert hat. Denn die eigentliche Funktion dieser magischen Barriere war, die Dämonen fernzuhalten, damit die Helden eben sich ins Dämonenreich vorwagen können, ohne dass die Dämonen, die außerhalb des Dämonenreiches sind, eben zurückkehren können und sie dann auch noch in die Mangel nehmen. Und das ist tatsächlich dadurch, dass die Barriere zu früh aktiviert wurde, so dass die sieben, also sieben statt sechs Helden, dann in ihrer eigenen Barriere festsitzen und nicht wissen, wie sie die deaktivieren können. Und da gilt es dann eben herauszufinden, wer war jetzt eigentlich der Übeltäter davon. Und unter ihnen ist auch noch eine Heldentöterin, also sie hat vorher Helden ausgelöscht, weil sie zur Hälfte eine von diesen Dämonen ist, aber irgendwie ist was passiert, was wir noch nicht erfahren, dass sie sich gegen die Dämonen gestellt hat und jetzt tatsächlich auf der Seite der Menschen steht. We don't know, we will possibly erfahren in den nächsten drei Bänden. Aber man sollte auf jeden Fall nicht erwarten, dass man ein befriedigendes Ende bekommt. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch diese Light Novel-Serie so eine Aneinanderreihung sein wird von Kriminalfällen in diesem Fantasy-Setting eben. Und dass das hier halt dann, also dieser Manga hier quasi den ersten von vielen Kriminalfällen abdeckt. Also wie gesagt, ein interessantes Konzept und das hat jetzt ausgereicht, um mich zu begeistern, dass ich da auf jeden Fall auch einen Blick riskieren werde in die kommenden Bände. Damit wären wir fertig mit dieser Videoreihe. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Zum Abschluss verrate ich auch noch, was bei der Abstimmung rausgekommen ist, weil ich habe euch ja voten lassen unter allen sechs Countdown-Videos oder fünf Countdown-Videos, ich weiß gerade nicht mehr, welchen Manga und welchen Anime ich im nächsten, also im Jahr 2019, was wir jetzt schon haben, eben lesen bzw. gucken soll. Und die Wahl fiel sehr eindeutig auf den Death Note Manga, was mir natürlich sehr entgegenkommt, weil die paar Death Note Bände habe ich natürlich wesentlich schneller gelesen als jetzt
Detektiv Conan bis Band 65 oder so. Also ich habe mich über das Ergebnis auch gefreut und habe gedacht, gut, danke Leute, ihr macht es mir einfach. Alles andere hätte mich wahrscheinlich in eine Bredouille gebracht, aber Death Note, das werde ich schaffen. Also jetzt in 2019, Death Note endlich mal zu Ende zu lesen. Ich hatte Death Note, wer es nicht mehr weiß, bis Band 6 gelesen, habe nie die restlichen Bände gelesen, habe den ersten Light Novel gelesen, muss den zweiten Light Novel noch lesen und eben die restlichen 6 Bände und den Zusatzband, also Death Note Band 13, How to Read. Das wird dann so mein Ziel sein. Dann habe ich euch auch gefragt, welchen Anime ich gucken soll. Da war es schon ein bisschen knapper, da war es echt so ein Stechen zwischen Ranma 1,5 und der alten Hunter-Hunter-Serie. Aber eure Wahl ist knapp für Ranma 1,5 ausgefallen. Das heißt, ich werde von Ranma 1,5 die siebte Staffel noch gucken müssen und die ganzen OVAs und den Live-Action-Film. Den werde ich mir auf jeden Fall auch noch ansehen. Das ist dann so mein Jahresziel, also Ranma 1,5 fertig gucken, Death Note zu Ende lesen und dann habe ich mir als Vorsatz fürs neue Jahr noch fest vorgenommen, endlich die ganzen Pokémon-Spiele durchzuspielen, weil da hänge ich offen gestanden mega hinterher. Also Pokémon X habe ich noch nicht so hundertprozentig durch. Dann kam ja schon Alpha Saphir, was ich, also da hänge ich, also da habe ich gerade den ersten Orden gemacht, glaube ich. Also bei X habe ich ja wenigstens die Pokémon-Liga schon durch, da geht es halt nur um die After-Story, so ähnlich ist es bei Pokémon Sonne. Und Pokémon Ultramond habe ich halt so ähnlich wie bei Alpha Saphir halt wirklich nur mal kurz angespielt und dann gedacht, oh, wie voll scheiße, ist ja dasselbe wie Sonne nochmal und eigentlich gar keinen Bock und aufgehört. Und natürlich ganz neu Let's Go Pikachu, was jetzt noch dazu kam. Also diese fünf Spiele möchte ich 2019 endlich zu Ende lesen. Und eben Ranma 1,5 zu Ende schauen und eben Death Note zu Ende lesen. Vielleicht mache ich auch zwischendurch mal so Videos, um euch einfach mal zu sagen, hier so und so weit bin ich mit diesem Vorhaben jetzt gekommen und das habe ich noch vor mir oder so. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das wünscht von mir oder ob ihr das eher schwachsinnig findet. Und ja, ob euch das reicht, wenn ich am Ende des Jahres einfach sage, so, ich habe es jetzt geschafft oder eben nicht geschafft. Kann ja auch sein. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und da wollte ich euch zum krönenden Abschluss dieser Videoreihe noch einen kleinen Vorgeschmack geben auf nächstes Jahr. Also nächstes Jahr um die Zeit werde ich dann auch wieder Countdown-Specials machen, wobei die Countdown-Specials dann eher sich halt auf das Jahr 2019 beziehen werden. Also dass ich da dann auch wie hier dann das so aufdrösele, so in verschiedene Teile, welche Manga ich alle 2019 dann gelesen habe. Und ich kann ja schon mal verraten, der erste wird dann Dragon Ball Side Stories, Wiedergeboren als Yamcha sein. Das war jetzt der erste, den ich im neuen Jahr gelesen habe. Dann hatte ich noch 2018 an Heiligabend Chocolate Christmas gelesen, aber eben nur die Geschichte Chocolate Christmas. Tatsächlich besteht dieser Einzelband aber aus zwei Geschichten. Die zweite Geschichte davon werde ich wahrscheinlich dann 2019 noch lesen. Und habe hier Gosho Aoyama Short Stories auch schon im Jahr 2018 begonnen. Bei einer Kurzgeschichtensammlung, da kann man ja nach jedem Kapitel dann aufhören und eine längere Pause einlegen, ruhig. Also die Hälfte ungefähr habe ich gelesen und werde dann 2019 mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch den Rest davon lesen. Also das so als kleinen Vorgeschmack aufs nächste Jahr, was euch dann erwarten wird, wenn ich wieder diese Videoreihe mache. Das war mein Manga-Jahr 2019. Gerne könnt ihr mir Feedback dalassen. Was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Also fandet ihr dieses Format überhaupt gut und interessant oder geht euch das voll am Arsch vorbei, welche Mangas ich gelesen habe? Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Ich hatte den Eindruck, dass das Format sehr gut angekommen ist bisher, weil ja wirklich auch eine gewisse Teilnahme war bei der Abstimmung und ich das Gefühl hatte, dass ich mehr Abonnenten dazu bekomme als sonst in der Zeit, wo ich halt immer neue Parts hochgeladen habe von diesen Manga-Jahresrückblicken. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das wieder machen werde nächstes Jahr. Aber kann ja sein, dass welche von euch das nicht so mochten, dann könnt ihr es halt auch mal schreiben. Oder dass welche das schon mochten, aber irgendwas daran, ich hätte besser machen können. Konstruktive Kritik ist natürlich auch immer wieder was, wo ich mich sehr drüber freue. Ja, zu guter Letzt natürlich noch liken, abonnieren, nicht vergessen und dann haben wir es geschafft. Also jetzt kommen erstmal ein paar andere Sachen für die, die keine Lust mehr haben auf Manga-Jahresrückblicke. Also ich habe mir vorgenommen, im Januar vor allen Dingen schwerpunktmäßig ein paar Unboxings zu machen. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon sehr freuen. Bis dann!